Wir befinden uns hier auf Schloss Leopoldstein nahe dem Leopoldsteiner See. 3 Tage lang findet hier ein Kunstfestival der besonderen Art statt. The Age of Aquarius, im Zeichen des Wassermann, sollen hier Künstler der verschiedenen Genres sich treffen, ohne Regie, ohne Drehbuch, zwanglose Kunst gestalten. Wir zeigen Ihnen, worum es geht. Improvisation, Spontanität und Kommunikation ließen der Kreativität bei dieser Veranstaltung jeglichen Freiraum. In Eisenerz trafen sich Künstler aus den verschiedensten Bereichen, um die Kunstzelle in Bewegung zu halten. Warum wählte man dieses Thema? Zumal wir Eisenerz eine Wassermannsage haben, der vor grauer Vergangenheit gefangen genommen worden ist und für die Freilassung hat er Gold für 10 Jahre, Silber für 100 Jahre und Eisen auf immer da angeboten. Und der Erzberg ist dann das Resultat in Eisenerz, dass wir Eisenerz für immer da haben. Und ja, den Wassermann mal eine Ehre, ein Fest zur Ehre des Wassermanns zu konstruieren, auf die Füße zu stellen. Das war unsere Intention. Wir haben verschiedene Künstler eingeladen, die alle mit der Idee schwanger herumgelaufen sind. Und zum Schluss hat dann alles gepasst, und bis aufs Wetter. Aber der Wassermann bringt das Wasser an. Also Kreativität kann nicht gebremst werden. Bis zu 4 Stunden brauchte es, bis so ein Körperkunstwerk entsteht. Und auch hier war heute das Thema Wasser und Wassermann. Das Thema ist natürlich Wassermann, und das Figurative auf den Oberflächen der Körper erinnert an die Wasserbewegungen. Es sind kubenrunde, eingerollte Formen, und die Farben bei den Damen, die in Türkis bis in Grün- und Blautöne spielen, symbolisieren natürlich auch das Wasser. Eine Dame haben wir dabei, die ist in Rottönen gehalten, und da haben wir uns halt vorgestellt, weil es so regnet, dass ein bisschen Sonnenschein hereinkommt oder die untergehende Sonne am Abend, die sich dort auch wieder im Wasser spiegelt. Hallo, ich bin der Harry Trindl aus Tirol, Performance-Künstler unter dem Namen Kunst for Life, und habe die Ehre, dass ich bei diesem Festival das Opening sozusagen bestreiten darf für den Wassermann. Das heißt, das wird ein experimentelles Improvisations-Opening, und ja, vom Axel bin ich eingeladen worden und nehme herzlich gerne an. Was gibt es heute für Highlights zu sehen? Zu sehen gibt es ein Bodypainting, und das ganze Bodypainting wird sozusagen durch mich musikalisch untermalt. Zu Psychedelic-Klängen und bei Neonlicht wurde zu Ehren des Wassermanns getanzt, und man bedankte sich für den Wohlstand, den er der Gemeinde einst mit Eisen und Erz bescherte.